Das Stahlwerk Rheinhausen. 90 Jahre lang war es das Herz des linksrheinischen Duisburger Stadtteils. Generationen haben hier Stahl gekocht. Als sich Hunderte von Arbeitern am Morgen des 27. November 1987 vor der Verwaltung des Werkes versammelten, da wollte kaum einer so recht glauben, was Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen seit Stunden berichteten. Die Hütte wird dicht gemacht. Hatte man nicht vor wenigen Monaten einem Arbeitsplatzabbau zugestimmt, um so zumindest einen Teil des Werkes zu retten? Rheinhausen fühlte sich betrogen. Die Arbeiter waren nicht einmal mehr zum Gespräch bereit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Stadtteil rüstete zum Widerstand. Waren es am ersten Tag rund 2000, die vor der Verwaltung demonstrierten, so kamen am Montag darauf mehr als 10.000 Menschen in die Halle des alten Walzwerkes zu einer außerordentlichen Belegschaftsversammlung. Die Wut auf den Vorstand wurde zum offenen Hass. Es ist der 30. November 1987. Und der Pfarrer Kelb, Ihnen sage ich, bin ja kein besonders frommer Mann, aber Sie haben mich in den letzten Tagen so ein bisschen inspiriert. Und da habe ich mir mal Ihr Behandlungsbuch für Menschen zur Brust genommen. Und da habe ich etwas über Krupp gelesen. Da stand drin, wir hätten jahrelang die linke Wange und dann die rechte Wange hingehalten. Doch da habe ich auch noch was gelesen. Und das könnte in Zukunft unsere Parole sein. Jetzt heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. 24 Stunden später machen die Stahlkocher zum ersten Mal mit einer spektakulären Aktion von sich reden. Die Nachtschicht aus dem Stahlwerk hatte gegen 4 Uhr morgens die Rheinbrücke, die Rheinhausen mit der Duisburger Innenstadt verbindet, gesperrt. Den 30 Arbeitern, die die Aktion gestartet hatten, folgten am Morgen Hunderte aus dem ganzen Werk, Unterstützung auch aus der Bevölkerung. In der Hütte standen die Anlagen still. Ministerpräsident Johannes Rau gab dem Drängen der Arbeiter nach und besuchte das Stahlwerk. Wenig später forderte seine Partei gemeinsam mit der CDU im nordrhein-westfälischen Landtag neue Initiativen für alle Stahlstandorte des Landes. In Rheinhausen glaubte man in diesen Tagen noch daran, dass das Stahlwerk zu retten sei, wenn nur der Vorstand von den Stilllegungsplänen abrücken würde. Und dazu sollten die Manager mit einer Reihe von Demonstrationen, wenn es denn sein musste, gezwungen werden. 10.000 Schüler demonstrierten am 3. Dezember in Rheinhausen mit Billigung des Kultusministers. Eine Woche später loderten Feuer im Park der Villa Hügel. Im Haus tagte der Aufsichtsrat. Wenig später stürmten aufgebrachte Kruppianer durch die Türen, Bilder, die um die Welt gingen. Zum Verkehrschaos kam es einen Tag später. 100.000 Menschen waren dem Aufruf der IG Metall gefolgt und hatten im ganzen Revier die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte besetzt. Zwischen Dortmund und Duisburg lief an diesem Tag nichts. Die Unterstützung durch die IG Metall konnte nicht darüber hinwegtäuschen. Auf die Gewerkschaft und besonders deren Vorsitzenden Franz Steinkühler waren die Kruppianer sauer. Von ihm hatten sie mehr erwartet. Nein, das können wir gar nicht, das können wir überhaupt nicht entschuldigen. Bei uns brennt der Arsch bis unten. Es brennt überall soll ich zur gleichen Zeit sein. Ja, aber nein, da konntest du woanders was absahlen. Hättest du bei uns mal zuerst sein müssen, Junge. Das sag ich dir. Protestiert wurde nicht nur mit Worten, sondern auch mit Liedern. Sechs Tage vor Weihnachten hatten Kirchen und Gewerkschaften zum gemeinsamen Gottesdienst im alten Walzwerk eingeladen. 25.000 Menschen kamen. Rheinhausen ist an diesem Tag schon längst ein Symbol. In diesem Arbeitskampf standen beide Kirchen nicht abseits. Die Kruppianer. Denn die Villa auf dem Hügel ist erst dann in Gefahr, wenn die Hütte in der Ebene bedroht ist. Es war ein Arbeitskampf, in dem noch nie Dagewesenes geschah. Spontan und unaufgefordert
erklang im mitternächtlichen Rheinhausen die Internationale. Am 7. Januar dieses Jahres ein Krupp-Manager verlauten lässt, für das Stahlwerk Rheinhausen gebe es keine Hoffnung mehr, sind die Menschen empört. 2000 ziehen in einem denkwürdigen Fackelzug mitten in der Nacht durch die Stadt. Auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollen, für viele Außenstehende steht längst fest: Den Stahlstandort Rheinhausen wird es bald nicht mehr geben. Später bekommen es die Rheinhausener schwarz auf weiß. Auf einer Belegschaftsversammlung erklärt ein völlig deprimierter Betriebsrat seinen Kollegen den mit der Konzernleitung ausgehandelten Kompromiss. Das, wofür Rheinhausen 160 Tage lang gekämpft hat, bleibt Wunschtraum. Krupp Rheinhausen, vor 90 Jahren gebaut, wird Ende 1990 geschlossen.